Das Programm heißt Mach es richtig falsch. Du entscheidest nur, wie du scheiterst. Ob du entspannt scheiterst oder angespannt. Mein Tipp ist lächeln. Lächeln und atmen. Du kannst es dann trotzdem nicht, aber die Fotos sind hübscher. So, ich zeige die Übung vor. Don't üb. Ich bin aufgeregt. Es geht um Resilienz und Selbstfürsorge, Selbstbeziehung. Das Wort ist heute schon ein paar Mal gefallen. Ich bin Schauspielerin und ich spiele heute eine Resilienztrainerin. Also ich spiele das nur. Und das ist meine Lieblingsrolle. Und ich lege sie sehr autoritär an mit einem Touch Montessori, damit es für euch ein bisschen angenehmer ist. Ja? Wie ist das mit der Resilienz? Soll ich das Wort erklären? Hallo, ein bisschen aufpassen. Ja? Und die Resilienz meint, so habe ich es gelernt, eine Fähigkeit, eigentlich eine Metakompetenz, die Fähigkeit nach einer ersten negativen Erfahrung einfach weiterzutun. Und dieses Wort einfach, das klingt wie eine Provokation, weil wir fühlen uns nicht sehr wohl in diesem Moment, also wir. Ja? Aber wir schenken euch heute diesen unangenehmen Punkt und wir lieben das. Ich liebe diese Rolle, weil es so schön ist zu sehen, was die Leute nicht können. Ich unterrichte aber nicht, dass man die Übung lernt. Ich unterrichte die Achtsamkeit oder das Gewahrsein in diesem Moment, wo du selber registrierst, und das ist schon viel, wenn du es selber registrierst, dass es nicht geht. Also du kannst es nicht, aber du bist trotzdem glücklich. Genieß diese Lose-Lose-Situation. Eine kleine Einführung in die Dreiaktigkeit von Geschichten. Und im zweiten Akt kommt entweder der Dämon oder der Drache. Oder je nachdem, was Sie gerne lesen oder anschauen, genügt auch das Auftauchen eines normalen durchschnittlichen Mannes oder einer Frau. Oder ProSieben, Ricardo kommt ans Gestüt. Und wir sind fix und fertig. Ja? Weil Jessica weiß es nicht. Und wir sind etwas überrascht, dass Ricardo auftaucht, obwohl die Folge heißt, heute taucht Ricardo auf. Also es ist ein bisschen das Bild, du weißt dann, dass du Dinge überstehen kannst und deswegen gehst du weiter und dann kommt der nächste Dämon oder was auch immer. Und diese Aufrichtung werden wir jetzt trainieren. Bleiben Sie bitte sitzen. Tack. Tack. Atmen. Tack. 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 Ihr macht so schöne, schlechte Dinge, aber fast alle haben die Hände immerhin manchmal oben. Manche denken das Wort klein und macht die Übung so klein, wie es nur geht. Klein. Klein, viel kleiner. Winzig, mikrobisch. Du kannst es immer noch nicht, aber du bewegst dich und dein Körper erfährt so ein, aha, ich kann vielleicht Fluglotse werden. Bitte Hände kurz sinken lassen. Nicht üben. Runter. Die Hände. Runter. Runter. Ich zeige vor, du registrierst, du schaust, ob du es probieren willst und dann entscheidest du, wie du scheiterst. Und ein paar haben es fast schon können. Ein bisschen üben.